Willkommen zur Kurzanleitung für die Brother VR Steckmaschine. In diesem Video werde ich euch die wichtigsten Schritte und grundlegenden Informationen zum Stecken mit dieser automatischen Steckmaschine kurz erklären, sodass ihr direkt mit euren kreativen Projekten loslegen oder schnell nachschlagen könnt. Los geht's! Zuerst möchte ich euch das Zubehör für die Steckmaschine vorstellen. Das sind zwei große Rahmen, die jeweils eine Steckfläche von 100 x 100 cm und 200 x 200 cm haben und für große Projekte geeignet sind. Dann gibt es noch die kleineren Rahmen, die mit einem Aufkleber mit dem Buchstaben E gekennzeichnet sind, der darauf hinweist, dass der obere Aufsatz so verwendet werden soll. Diese sind für kleine Textilien geeignet, bei denen die Fläche nicht so groß ist. In diesem Video werden wir mit einem 100 x 100 cm Rahmen arbeiten. Ich empfehle, die gewählte Rahmengröße bereits im Illustrator als Zeichenfläche einzustellen. Hier habe ich schon die Grafik vorbereitet, die ich sticken möchte. Da dieses Video ein Tutorial für die Stickmaschine ist, werde ich hier nicht auf die Details von Adobe Illustrator eingehen. Wenn es euch interessiert, werde ich Links zu unseren Adobe Illustrator Workshops unten in der Beschreibung verlinken. Wichtig ist nur, dass die vektorisierte Datei in den Formaten .emf und .wmf auf einen USB-Stick exportiert wird. Die Stickmaschine verfügt über eine lizenzierte Software namens PE Design 11. Im WinLab findet ihr einen Computer mit der Software und der Lizenz ganz vorne. Wenn ihr das Programm startet, öffnet sich ein Stickassistent und ihr klickt auf Stickraumgröße und Stoff einstellen. Dann wählt ihr euren gewünschten Rahmen aus, die alle im Dropdown-Menü aufgelistet sind, und wählt dann das Material aus dem dazu bestückende Stoff besteht. Dann öffnet sich eine Arbeitsfläche. Um eure vorbereiteten Dateien zu öffnen, klickt auf den oberen Reiter auf Muster importieren und dann vom Vektorbild. Wir werden gleich sehen, warum wir es in zwei Formaten gespeichert haben. Je nach Muster und Komplexität liefern beide Formate unterschiedliche Ergebnisse bei der Umwandlung einer Stickdatei. Also probieren wir beide aus und wählen das aus, was uns am besten gefällt. So sieht dann unsere Stickdatei aus. Unten ist der Stickverlauf, wo auf den unteren Balken verschiedene Farben den Stickvorgang und den Garnwechsel darstellen. Auf der linken Seite können einzelne Elemente ausgewählt und dann in der Zeitleiste verschoben werden, sodass sie früher oder später gestickt werden. Dies ist hilfreich, um zum Beispiel alle Elemente in einer Farbe zusammenzufassen, um Garnwechsel zu vermeiden. Zum Schluss, wenn wir mit den Feineinstellungen fertig sind, klicken wir auf der oberen Leiste auf Senden, dann auf An USB-Datenträger senden und schließlich wählen wir den USB-Stick aus, der angeschlossen ist. Schließlich kommen wir zu unserer Steckmaschine. Der Schalter befindet sich hinten links. Die Maschine wird euch immer dazu auffordern, sie zu ölen, aber das könnt ihr überspringen, denn wir kümmern uns darum. Unser USB-Stick mit der vorbereiteten Datei kann an den Bildschirm rechts angeschlossen werden. Dann müssen wir das USB-Symbol auswählen und können nun unsere Datei öffnen. Hier kann die Grafik wieder vergrößert, verkleinert, gedreht und verschoben werden. Ganz oben wird auch angezeigt, wie viele Stiche die Maschine machen wird und wie viele Minuten der Stickvorgang dauern wird. Außerdem wird angezeigt, welche Farbe gerade aktiv ist und eingefädelt werden muss. Nun kommt der handwerkliche Teil, das Einfädeln des Farns. Dieser Vorgang muss bei jedem Farbwechsel wiederholt werden. Die Stickmaschine hat Löcher mit Zeilen von 1 bis 6. Man muss einfach mit dem Farn den Zeilen folgen. Wir fangen oben mit dem hängenden Teil an und gehen unten über die 2 zum blauen oberen Teil. Dann wird es unter die beiden Schuhe gelegt und einmal um diesen Stellknopf gewickelt. Dann wird der Faden einmal unter dem Haken in der Mitte durchgezogen, damit einer Nummer 4 gekennzeichnet ist und durch den Arm, der herausragt, mit der Nummer 5. Schließlich wird er durch das Loch geführt, das mit einer 6 gekennzeichnet ist. Jetzt müssen wir den Faden durch die Nadeln einfädeln. Ganz schön schwierig, wenn man Zitrierhände hat, oder? Die Burda VR Steckmaschine hat dafür eine automatische Einfädelhilfe, die durch das weiße Rechteck mit dem Nadelsmull auf dem Bildschirm ausgewählt werden kann. Dann wird das Garn durch den oberen Ring und darunter auch alle drei Haken geführt. Zum Schluss wird der Faden durch das weiße Vorderteil durchgeschnitten. Dann drücken wir noch einmal auf den Einfädelknopf
und das Fahren wird automatisch eingefädelt. Dieser Schritt erfordert etwas Kraft, nämlich das Einspannen des Stoffes in den Rahmen. Wir nehmen den Rahmen auseinander und legen den unteren Teil unter die zu bestickende Fläche. Wenn du ein T-Shirt, ein Pullover oder eine Tasche bestickst, achte darauf, dass du nicht alle Flächen zusammenstickst, sondern dass der dünne Teil des Rahmens in der Tasche liegt. Achte auch darauf, dass die Schraube nach außen zeigt, damit du sie noch von außen festziehen kannst. Wenn du mit der Position des Rahmens auf deinen Stoff zufrieden bist, kannst du mit ihm mit dem oberen Teil wieder zusammendrücken, sodass dein Stoff zwischen den beiden Teilen eingeklemmt ist. Mit den Händen und viel Kraft ziehen wir an alle vier Ecken, um den Stoff immer mehr zu spannen. Wenn unser Stoff zu spannen nur rutscht, heißt das, dass wir den Rahmen fester zusammenschrauben müssen, wozu ein kleiner Schraubenzieher sehr hilfreich ist. Das wiederholen wir so lange, bis unser Stoff nicht mehr nachgibt. Ein guter Anhaltspunkt, ob das Textil scharf genug gespannt ist, ist es, wenn es sich beim Schlagen wie eine Trommel anfühlt und nur sehr, sehr wenig nachgibt. Wir sind kurz vorm Sticken. Das Letzte, was wir tun müssen, ist, die Rahmen in die Ärmel der Stickmaschine zu legen. Sie haben zwei Haken mit Dübeln, die in die Löcher in unserem Rahmen passen und so wird der Rahmen bewegt und gehalten. Jetzt haben wir alles vorbereitet und sind bereit zu sticken. Auf unserem Bildschirm drücken wir jetzt auf die Schaltfläche Sichern mit dem Warndreieck. Dann blinkt die Schaltfläche, die gerade rot leuchtet, grün. Wir drücken einmal drauf und der Stickvorgang wird gestartet. Jetzt kannst du dich zurücklehnen und die Show genießen. Um das fertige Motiv zu entfernen, muss man nur von unten leicht auf den Rahmen drücken und dann den Rahmen rausziehen. Jetzt wissen wir, wie man ein kompliziertes, vierfarbiges Motiv stickt. Aber was ist, wenn ich nur etwas Einfaches wie meinen Namen auf meine Kleidung stecken will? Dann verfügt die Stickmaschine über zahlreiche Bibliotheken, die direkt auf den Bildschirm aufgerufen werden können. Ich werde meinen Namen auf den Rucksack stecken, als Beispiel dafür, dass man keine Software- oder Designkenntnisse braucht, wenn es sich um einfache Schriften und kurze Worte handelt. Ich wähle einfach die gewünschte Schriftart aus und tippe meinen Namen ein. Dann verkleine ich ihn, damit er in den Rahmen passt und verschiebe ihn nach unten, damit er dort steht, wo ich ihn haben möchte. Dann drücke ich auf Sichern und auf den blinkenden grünen Knopf und die Maschine beginnt zu stecken.
Wie schon erwähnt, wird oben die Anzahl der Stiche und die Stickdauer angezeigt. Wie ihr sehen könnt, sind unsere Ergebnisse von sehr hoher Qualität, was die automatische Stickmaschine zu einer unschätzbaren Maschine in unserem Textilabbau macht. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst bitte ein Like und folgt uns dem Kanal für weitere lehrreiche Workshops wie diesen. Frohes Stecken und bis zum nächsten Mal.